Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead. Ja, ich renne da gerade im Hintergrund, weil ich das zeitlich sonst immer alles gerade gar nicht schaffe, hochzuladen. Ich hoffe, das beeinträchtigt das Spiel nicht zu doll. Ich musste jetzt eine ganze Weile so von den letzten Parts jetzt nochmal spielen, weil das ja immer nicht zwischenspeichert und musste jetzt den Leuten nochmal Essen geben. Allerdings hatte ich nicht nochmal die Katja gefragt. Ich hoffe, das verändert jetzt nicht den Spiellauf wie vorher. Ich spreche sie jetzt mal an, weil sie sieht aus, als wäre sie fertig oder so. I need space, Lee. Okay. Nee, sie steht da nur, aber sie arbeitet anscheinend. Ja, wir haben zuletzt Essen verteilt, allerdings nicht an die Arbeiter. Einige von euch haben dann auch immer mal gesagt, so, von wegen, so, dass es nicht so effektiv ist, die Kinder zu versorgen, sondern vielleicht eher die Erwachsenen. Aber ich stimme dem auch zu, prinzipiell so von wegen, die anderen arbeiten, die müssen fit bleiben, die müssen kämpfen, die Zombies abwehren und so weiter. Also müssen die natürlich auch Essen kriegen, klar. Aber ich habe das entschieden mit Frauen und Kindern und so. Ja, nicht nur aus emotionaler Sicht sozusagen, sondern auch, weil ich ja noch an die Zukunft denke. Und ohne Kinder gibt's ja auch keine Zukunft und die jungen Leute. Und daran würde ich da an der Stelle ja noch festhalten. Also die Zombie-Apokalypse ist ja jetzt nicht schon 10 Jahre lang oder so, sondern da würde ich ja noch denken, hey, vielleicht gibt es irgendwann mal einen sicheren Platz und dann will man ja auch nicht alle Kinder tot wissen. Ich meine, wie schlimm muss es auch für die Eltern sein und auch die Frauen. Ich meine, was wäre das für eine Welt mit nur Männern irgendwie? Dann es muss ja noch irgendwas Lebenswertes in dieser Apokalypse geben sozusagen. Und da finde ich schon, dass man auch Frauen und Kinder durchbringen muss. Alleine, ich sage das jetzt ja auch als Frau. Da gehören Frauen für mich genauso zu. Und Frauen können ja genauso die Kämpfer sein. Und die Kinder können auch ausgebildet werden. Also es können ja auch die zukünftigen Kämpfer sein. Da gehören, finde ich, schon auch alle dazu. Und deswegen, ja, in dem Moment ist es vielleicht so, dass die anderen fit bleiben müssen, aber zukunftsorientiert, ja. Das war so deswegen, warum ich das entschieden habe. Sturdy, but it's not gonna hold up forever, just like the rest of this place. Ja. We dug through those for food a long time ago. Müllcontainer. Dann gehe ich jetzt mal zu den anderen. Ich will mit denen gar nicht reden. Die sind bestimmt voll sauer auf mich, weil sie heute nichts zu essen gekriegt haben. Will you hold the damn board steady? I'm trying. I didn't realize I was getting this weak already. What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Oh, der tut mir voll leid. Ich hatte ihn hier auch nicht mit einberechnet, gestehe ich. Also ich hatte den Opa hier, den mürrischen, einberechnet, aber ihn hatte ich ganz vergessen bei der Essensverteilung. Hätte ich gehört, dass er schon so schwach auf den Beinen ist, dann, muss ich gestehen, hätte ich ihm wahrscheinlich auch eine Portion gegeben. Wem ich sie aber weggenommen hätte, keine Ahnung. It keeps the walkers out. Carly's been doing the bulk of the lookout duty. Können wir denn mit ihm uns unterhalten? Hey, you holding up okay, Lee? I was pretty fucked up back there, having to cut that guy's leg off. Yeah, I just hope Katja can save him. Lily ist ziemlich sauer auf uns. Tut mir leid, ich hab nichts mehr zu essen. Vermisst du manchmal den Air Force, den Air Force Basis? Lily is pretty pissed at us. Listen, I know her intentions are good, but... But nothing! She's making the smart choice. Those parasites you guys brought back need to go. Ja, ja, misch dich mal nicht ein. You ever miss the Air Force base? I mean, this wall isn't exactly military standard. No way I'm going back there. You saw what it was like when you guys picked me up. Completely overrun. Oh, es tut mir leid, ich hab nichts mehr zu essen. Sorry, there just wasn't enough food to go around. I understand. Gotta be hard to make those decisions. Just get me next time. Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. Do you mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Ungern, aber gib Mark die Axt. Ja klar, ich gebe sie Mark.
Here, Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me... Weil zuerst gefragt hat. Come on, Larry, give it a rest. I'm sure Lee is getting pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him? Ja, so ist es. Das habe ich nie gesagt. Das habe ich nicht gemeint. That's not what I meant. No? Then what did you mean? All right, let's take a step back. Maybe you two should keep your distance. Fine with me. Wie er sich umdreht. Ken, Lee, come here, please. Oh nein, was ist he mit ihm? He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Ich hab auch die Schnauze voll. Lass ihn gehen. Was ist sein Problem? Let him go, Katja. But... He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried. But he was never going to survive. Well, at least he's not our problem anymore. Ach, scheiße. What about the other kid? Wir müssen ihn loswerden. Vielleicht kann er eine Weile bleiben. Was? Was? Nein, weg mit ihm. Nein. Nimm die Axt. Nein! Ey, ich hab den linken Stick benutzt. Das passiert mir immer wieder, ne? So eine Scheiße. Oh. Ja. Ja. Hallo. Komm, rück weg. Geht doch. Oh Mann. You okay? Yeah. Thanks. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed! You said he wasn't bitten. What? We asked you point blank, was he bitten, and you said no. He wasn't! Well, your not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Du lügst, Gott steh uns bei. We're all infected? Everyone? I guess so. I don't know. All I know is that I've seen people turn who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning, and... God. Back off! Nee, nein. Whoa, lady, relax. Me and my brother, we just want to know if y'all can help us out. I said back off! Carly. Ihr seid hier in der Unterzahl, wir wollen keinen Ärger. Seid ihr bewaffnet? Are you armed? Yeah, for protection. Dead could be anywhere. But, I think you got the upper hand here. Uh-oh. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road, and...
y'all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Lee, why don't you and Mark check the place out, see if it's legit? Mm-hmm. I'm going with you. I got your back if anything seems fishy. So, what are y'all thinking? Nein, wir bleiben einfach hier. Okay, wir gehen zur Molkerei. You've got a deal. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. We'll see how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. Oh, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. So, this dairy. You guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter, and cheese stocked up. And with the vegetables we grow, we got plenty of food. It's nice to get away from that motel for a while. This Lily Kenny thing is starting to get ridiculous. Personally, I'd be happier if you started to take charge more. Kenny motiviert uns ständig. Lily ist eine clevere Anführerin. Lily's way of running things is smart. It's not easy, but it's keeping us alive. Or maybe you just don't want to be in charge. Well, not everyone thinks I'm so trustworthy. Because of your past. Does anyone else know? Nur du. Oder? Nur sie, oder? Just you. Well, I haven't told anyone. Clementine knows. She was there when we were talking in the drugstore and asked me about it. I couldn't lie to her. What exactly did happen with the senator? Es war ein Unfall. Du weißt, was geschah. It was an accident. I mean, I pretty much knew about the affair. Sometimes I wonder if I should talk to the group about it. You don't have to. Whatever happened before things went to hell doesn't matter anymore. Not sure everyone would see it that way. Maybe you're right. Listen, over the years, I've reported on some pretty messed up shit. I've seen situations like yours 100 times. It doesn't have to make you a bad man. I really appreciate that. I mean, thank God Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Ich ziehe viel umher. Ich bin in Macon aufgewachsen. Das Motel ist jetzt mein Zuhause. The Motor Inn's my home now, I guess. Hmm. Well, that place seen better days, huh? You can say that again. Y'all seem pretty settled in at that Motor Inn. Who's running things over there? Es ist eine Demokratie. We work as a group, all of us looking out for each other. I hear that. There's so many dumbasses out there fighting each other these days. It's just stupid. How many people you got over there? Oh, die fragen zu viel. 9 mit den Kindern genug, um uns selbst zu verteidigen. Enough to defend ourselves. Well, that's good. It's getting dangerous out there. Well, you guys know. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember, but now it's... You getting... think you're going to cut me out of this? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. You and Gary are always fucking pulling this shit. Bandits. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Fuck you! You knew we were hungry, and you guys were keeping it all to yourself. There's only two. Oh no, there's a lot more of them. Yeah, you know what? He ate it all. What are you gonna fucking do about it? Don't worry, Danny and I got you covered if something happens. But let's just wait this out. Hope they move on. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jesus! The world out here has gone to shit. Come on, let's get to the dairy where it's safe. Here it is. St. John Family Dairy. Y'all can see how we kept this place so safe.
fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing 4,000 volts through that thing with generators and amps. I'm going to assume that's a lot. Die Kinder dürfen nicht in die Nähe des Zauns. Das ist eine geniale Idee. Ever have any accidents? Nah. It's safer here than out there. This place looks untouched. You'd never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm Brenda St. John, and welcome to the St. John Dairy. This here's Lee. He's been living down at the old motel, round the way. They got a few more friends staying at the old motel. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? Schon wieder diese Frage. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir arbeiten zusammen. I've got things under control over there. Well, I hope you know what you're doing. That place isn't safe like it is here. Hold on, I thought you said someone else was running things. Mist, ich habe mir widersprochen. I thought she was asking about survival tactics. Well, it don't matter. You're here now. We'll make sure you're safe and comfortable. Wir haben Benzin dabei. Gilt dieses Angebot auch für den Rest von uns? Does that offer apply to the rest of us? We're all incredibly hungry. These are for y'all. Baked fresh this morning. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she... We have a vet. We could bring her here. We can help you folks out. A vet? Oh my! Our prayers have been answered! Maybe our whole group could come. For the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Why don't I head back with the food and round up everyone for the trip over here? Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence. I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. If we play our cards right, this might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Sorgen wir dafür, dass es hier sicher ist. Wir sollten ihnen helfen, so gut es geht. Helfen ist doch eigentlich dasselbe wie sicher machen, oder? Before we can think about bringing our whole group here to stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Obviously they think it's safe. But is it safe enough for the kids? I noticed a broken swing over there. Not a big deal, but maybe there's other things not working that we just can't see yet. And checking the fence perimeter sounds like a decent way to get a good look at their defenses. All right, I'll keep my eyes open, and you find out what you can from Andy. Ja, da sind wir angekommen bei der Molkerei. Das klingt ja auch alles echt super erstmal. Ich bin aber trotzdem noch sehr misstrauisch irgendwie. Ich bin bei allem misstrauisch prinzipiell. Denn jeder denkt immer nur ans Überleben und nicht alle Menschen sind gut und nett und passen aufeinander auf. Sieht man ja auch schon in unserer Gruppe. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich mir selber widersprochen hatte. Ich hatte auch den Gedanken, ich widerspreche mir und hab's dann doch gemacht. Naja, die Zeit ist halt immer sehr knapp. Man entscheidet dann halt einfach und vielleicht ist es auch menschlich, dass man da in solchen Situationen... ich weiß nicht, warum ich gesagt hatte, ich habe jetzt alles unter Kontrolle hier so. Vielleicht, weil ich so ein bisschen selbstbewusst auch auftreten wollte mit Lee. Dass er so ein bisschen auch zeigt, hey, was auch immer ihr hier gerade alle von mir wollt, aber ich habe das hier schon unter Kontrolle.
Was ich so im Gespräch unterwegs irgendwie noch nicht sagen wollte, weil ich so dachte, nee, es gibt keinen Anführer und... Ach, ich weiß auch nicht. Ich hab's halt entschieden. So, das ist die Schaukel. Too bad it's broken. I'll bet Clementine and Duck would have loved something like this to play on. Kids used to like that old swing even more than the tour sometimes. I'll bet. Wie ist, darf ich versuchen, sie zu reparieren? Mind if I fix it? Sure, that'd be great. Mama sure does appreciate y'all helping out. Looks like it just needs a new board for the seat. Some rope. Make it safe for Clem and Duck. And let the St. John's know we can pull our weight around here. Ja, das ist doch schon mal ein guter Plan. Ich brauche also ein neues Brett und so. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part hier noch weiter um. Können wir auch mal hier nach oben gehen irgendwie. Da waren wir auch noch nicht. Und unterhalten uns auch nochmal. Ja, das machen wir alles im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead. So, ciao.